Bleiben Sie zu Hause, bleiben Sie gesund und halten Sie sich fit. Sky-Moderatorin Nele Schenker begrüßt Sie im Sky Gym. Die ehemalige Leistungssportlerin weiß, wie es geht. Einschalten, dranbleiben und durchhalten. Neles Fitness-Workout täglich bei Sky Sport News HD und abrufbar bei Sky Q. Hallo und hi in eurem Sky Gym zu unserem zweiten Community Workout. Ich sag's euch, wie es ist. Ich freue mich wahnsinnig darauf. Ihr habt mir eure Lieblingsübungen per Video geschickt und ich habe uns daraus ein 10-minütiges Full Body Workout zusammengestellt. Wir trainieren wie gewohnt 10 Übungen, a 30 Sekunden B- und Entlastung. Es geht los. Ich freue mich sehr. Wir starten mit der kleinen Sarah. Hallo Nele, ich zeige dir jetzt meine Sportübung. Mai, ist sie nicht süß? Was wollte sie uns vormachen? Das zeigt uns ihr Papa Tobias. Es sind Hampelmänner. Die beiden machen übrigens gemeinsam gerne mit im Sky Gym. Und wir jetzt auch bei ihrer Übung den Hampelmännern. Los geht's nach dem Piepton, 30 Sekunden Belastung. Kommt von Mario und zielt auf unsere Bauchmuskulatur. Wir legen uns auf unsere Matte, stellen die Beine auf und machen Crunches. Ihr könnt die Arme in den Nacken nehmen oder auch vor euch. Wichtig ist, und das ist auch eine Empfehlung an Mario, holt bitte wenig Schwung, übt das ganz kontrolliert aus. Und wenn euch dieser ganze Weg nach oben zu anstrengend ist, könnt ihr auch hier unten bleiben. Los geht's. Wir begrüßen die Nummer 21 von Arminia Bielefeld bei uns im Sky Gym. Sarah Grünheit ist eine ordentliche Knipserin. 16 Spiele, 14 Buden ist eine super Quote. Und auch sie hält sich fit im Sky Gym und hat uns Squat Jumps mitgebracht. Sie geht dazu in einen weiten Squat und schiebt sich hier immer im Sprung nach oben. Ihr könnt auch gerne noch einen normalen Squat dazwischen einbauen. Weiter geht's mit der Fußballprominenz bei uns im Sky Gym. Es ist mir eine Ehre. Der TSV 1860 München ist auch am Start. Servus, liebe Zuschauer. Hier das Löwen-Lieblings-Workout von Kiri Moll und Olli Bär. Viel Spaß dabei und bleiben Sie gesund. Danke, Männer. Wir starten also mit Spider Planks und die kommen von Kiri Moll. Er fühlt sie natürlich blitzsauber aus. Wir gehen in unseren Plank. Und führend abwechselnd ein Bein zur Seite. Leck. Weiter geht's mit Co-Trainer Olli Bär, der sich offensichtlich ganz gut hält für sein Alter. Er hat uns eine Push-Up-Variante mitgebracht und fährt mit uns Fahrstuhl.
Das bedeutet, er beginnt hier unten in Liga 3, geht ins zweite Stockwerk und die Löwen wollen mal wieder ganz nach oben. Träumen darf erlaubt sein. Also, wir starten wieder nach dem Piepton. Weiter geht's mit einer Übung von Anka. Sie ist regelmäßig dabei. Ladies, ich finde das sowieso super, dass ihr so mega gut mitzieht und uns auch eure Videos schickt. Sie hat uns Sideplanks mitgebracht. Wir wechseln dabei nach 15 Sekunden die Seite, gehen in einen seitlichen Unterarmstütz, heben die Hüfte an, bleiben ganz fest im Bauch, im Rumpf und machen auch die Beine und den Po fest und geben hier einen Impuls rein. Um euch das Ganze zu erschweren, könnt ihr das Bein auch noch anheben. Und wir wechseln. Ich habe 3 Sekunden so spät gewechselt, ich ziehe noch ein bisschen durch. Sehr gut. Weiter geht's mit einer Übung von Gianluca. Und ihr seht, Gianluca ist ein Kandidat, der hat sich gedacht, boah, ich will dabei sein, aber bitte nicht erkannt werden. Ist auch eine Variante. Aber wir sehen das Nötigste und wissen, er hat uns Squats mitgebracht und er hat eine wunderschöne blaue Matte. Also, wir gehen. Ich zeige euch das von der Seite. Hier schön runter, beanspruchen die Beine und den Po. Passen auf, dass die Knie nicht nach vorne rausschieben. Und Gianluca, noch eine kleine Empfehlung an dich. Bitte die parallele Waren bei den Füßen, also die Füße parallel stellen. Weiter mit einem Team, von denen jetzt gleich 3 Übungen kommen. Denn das Sky Gym hat bei dieser Mannschaft eine Kettenreaktion ausgelöst. Es spricht der Kapitän. Hallo Nele, ich bin Nico, Kapitän der U13 von FSV Frankfurt. Wir wollten uns herzlich bei dir bedanken, dass wir mitmachen dürfen. Bleib sportlich und gesund, so wie wir, deine FSV U13 aus Frankfurt. Daumen hoch, auch von uns. Jungs, es ist echt cool, dass ihr so zahlreich mit dabei seid. Wir starten mit Push-Ups und sehen Sami und seine kleine Schwester Lina, die haben natürlich eine besonders nette Ausführung. Und sie haben auch das richtige Programm im Hintergrund laufen. Also sauber, weiter so. Ihr könnt euch die natürlich auch erleichtern, indem ihr die halben macht. Oder ihr holt euch für Sami die kleine Schwester ran. Auch Jeremy darf uns seine Übung vorzeigen. Übrigens war es gar nicht so leicht, bei euch 3 Übungen rauszufischen, denn ihr habt ja alle so tolle Videos geschickt. Aber wir trainieren jetzt erstmal unseren Bauch mit Jeremy. Nehmen die Beine hoch und senken sie so weit nach vorne ab, dass wir das hier gut halten können im Bauch. Achtet bitte darauf, dass eure Lendenwirbelsäule auf der Matte bleibt. Unseres Community Workouts kommt von Julius, ebenfalls von der U13 des FSV. Ihr seid echt mega fit. Blitzsaubere Ausführung auch bei ihm.
Wir machen Lunges. Und ihr seht, Julius macht das echt super, hat noch Gewichte hier in der Hand. Könnt ihr euch natürlich auch dazu nehmen. Auch gefüllte Flaschen helfen da. Und wir gehen abwechselnd in den Ausfallschritt. Das macht ja so einen Spaß mit euch. Also von mir aus können wir gerne nochmal und nochmal gemeinsam trainieren hier im Sky Gym, aber es liegt ganz an euch. Schickt mir eure Lieblingsübung, nehmt sie auf als Video und dann ab als Direktnachricht auf meinen Instagram-Account und dann sehen wir uns hier vielleicht schon wieder zum Community Workout 3.0. Ich würde mich wirklich sehr freuen. Bis bald.